Ziel ist natürlich letzten Endes, dass die Software wirklich in der medizinischen Praxis tägliche Verwendung findet und dann entsprechend die breite Masse benutzt wird. Also Food Optimizer ist ein elektronisches Ernährungs- und Symptomtagebuch und es ist für Personen gedacht, die eben Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben oder zumindest die Vermutung haben, dass sie eine Unverträglichkeit haben und herausfinden möchten, woran das Ganze liegt. Die Idee zu Food Optimizer kam eigentlich aus einem eigenen Bedürfnis. Ich habe selber sowas gesucht und nichts Passendes gefunden. Und ja, da ich in meiner früheren Zeit Informatiker war und viel programmiert habe, habe ich mir gedacht, jetzt versuchst du es einfach mal selbst. Also es lief dann quasi neben der Promotion so als Hobbyprojekt weiter. Und im Herbst 2012 habe ich es dann hier in einem ansässigen Verein von Ärzten und Betroffenen vorgestellt. Und da waren unter anderem dann eben Leute aus der Uniklinik Erlangen dabei, die da ganz interessiert waren und denen ich das dann mal näher gezeigt habe. Und die dann auch das weiter fördern wollten sozusagen und mich ermutigt haben, das tatsächlich dann auch kommerziell umzusetzen, die mich letzten Endes erst auf die Idee gebracht haben, das dann wirklich jetzt professionell zu machen. Und am Ende der Promotion war dann für mich die Frage, ja, was passiert mit dem Projekt jetzt? Entweder es verläuft im Sand oder ich versuche es jetzt eben wirklich mal noch mit Unterstützung dann in den Markt zu kriegen. Unsere Kunden von Food Optimizer sind eben wirklich die Leute mit den Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Die sollen letztendlich auch bezahlen für das Produkt, dass sie im Prinzip ja die App benutzen können und die Webanwendung. Allerdings wird es auch eine Patientenverwaltung geben, also für zum Beispiel Ärzte, Ernährungsberater und Diätassistenten, die dann eben Zugriff auf die Patientenakten haben und die Ergebnisse ihrer Patienten und die Protokolle verwalten können und damit eben ihre Diagnose unterstützen können. Und der Kern der Software ist dann eben entsprechende Analysealgorithmen, die über die Daten laufen und da sozusagen mögliche Zusammenhänge zwischen den Symptomen und der Ernährung herausfinden. Der Algorithmus von Food Optimizer kommt aus der sogenannten Kausalitätstheorie. Das ist eine relativ junge mathematische Disziplin. Das heißt, es ist eine relativ neue Anwendung von dieser Theorie, ist jetzt hier dieser Algorithmus. Meiner Meinung nach ist es einfach so faszinierend, dass man mit Hilfe von dieser Statistik auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten schließen kann. Also wir setzen den Patienten so damit mit dieser Anwendung im Prinzip auch in die Lage, einfach selber auf mögliche Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu kommen. Und er ist dann einfach nicht mehr so abhängig, jetzt auf einen Facharzttermin zum Beispiel zu warten. Ziel ist natürlich letzten Endes, dass die Software wirklich in der medizinischen Praxis tägliche Verwendung findet. Und also das ist jetzt sozusagen der erste Step, ist der Markteintritt in Deutschland. Der zweite Step wäre dann die Internationalisierung, das heißt auch in den englischsprachigen Raum reinzugehen dann. Und langfristiges Ziel ist natürlich dann auch eine Kooperation mit Krankenkassen.